Hallo Leute und willkommen zurück zu Die Sims 4, wo sich die liebe Maike gerade in der letzten Folge noch was zu essen gemacht hat und jetzt futtert sie ihr Sandwich da auf. Okay, was machen die anderen? Max, mein Lieber. Oh nein, oh Gottchen, das tut mir so leid. Er ist immer noch so traurig, ne? Weil die Olivia in der letzten Folge mit dem Henry geflirtet hat. Was musst du machen? Ach ja, über zwei Veränderungen, mit zwei Nachbarn über Veränderungen in der Nachbarschaft reden. Olivia, du hast jetzt ein Bad eingelassen. Du hast für heute alles erfüllt. Das ist auch sehr schön. Ich bin froh, dass sich der Montag dem Ende entgegenneigt. Was hast du vor? Tanzen. Denn es war in der letzten Folge doch schon ganz schön stressig, wenn wir hier mit allen von zu Hause aus arbeiten und tatsächlich versuchen, alle Aufgaben zu erfüllen. Ich sehe aber gerade, dass du dir noch gar nicht die 2 Stunden lustige Videos angeschaut hast, dass du schon wieder tanzen willst, ne? Und das in Unterwäsche. Pass mal auf, wir schnappen uns mal dieses Outfit hier. Und dann kannst du hier vielleicht, oh Gott, der arme Max, am PC noch ein bisschen weitermachen. Lustige Videos anschauen, das dürfte ja gar nicht mehr so lange dauern, ne? Wir haben das in der letzten Folge eigentlich ganz gut durchgezogen. Ich würde mich aber trotzdem freuen, wenn sie das jetzt hinbekommt. So, was musst du denn für dein Bestreben noch machen? 3 Gemälde in einem Museum. Ja gut, das hat ja auch noch Zeit, ne? Wir müssen das jetzt nicht bei jedem so mega krass durchziehen. So, Olivia ist fertig mit der Dusche. Oh, hat das schöne blaue Outfit an. Und probiert jetzt mal wieder das Klo aus. Und ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich gerne ein Baby hätte. Und wie wäre es, wenn wir damit einfach mal anfangen? Max, ich schalte die Anlage mal aus, ja? Und dann kann die gute Olivia mal zu dir kommen, lustige Geschichte erzählen, Komplimente über Outfit machen. Ja, dass wir es irgendwie hinbekommen, dass er ein bisschen besser drauf ist. Weil so ist es echt traurig. Kokettenwitz machen, Bewunderung ausdrücken. Dass wir einfach mal ein bisschen nett zu ihm sind. Und dann mal schauen, ob es sich heute irgendwie ergibt, dass wir ein Techtelmechtel mit ihm haben. So, Madame, wie sieht's aus bei dir? Hast du es geschafft? Ja, du hast es geschafft und möchtest jetzt wieder tanzen, ne? Marie, du machst es auch echt gut, aber manchmal ist die Musik hier so laut. Dann finde ich das so ein kleines bisschen störend. Nee, Quatsch, Olivia, du bist doch dran, meine Liebe. Aber der Max trainiert da gerade so eifrig, ne? Kennenlernen, Bewunderung ausdrücken, beste Freunde werden. Ja, vielleicht sollten wir das erstmal probieren. Wow, sie ist sehr verspielt. Marie, möchtest du vielleicht mal was anderes machen? Möchtest du vielleicht mal ein bisschen hier mit der Maike quatschen oder so? Tag verschönern. Wollte sie sich jetzt wahrscheinlich wieder was zu trinken nehmen, ne? So, ihr zwei Süßen. Oh, das sieht doch schon gut aus. Das sieht doch schon richtig gut aus, dass ihr jetzt wenigstens beste Freunde seid. Ach, schön. Verbrecherkumpane werden Hände küssen. Ja, Max, so ist es schön. So gefällt mir das, wenn auch du ein bisschen was Romantisches machst. Ach, schön. Über Fitnesstechniken reden? Nein, Tag verschönern. Erstmal schauen, dass wir die Leiste hier wieder komplett gefüllt kriegen. Sonst fände ich das echt schade. Fragen, ob Sims Single ist. Leute, ihr seid zusammen. Ständchen bringen, einen Kuss hauchen. Hey, Max, du musst kein Nickerchen machen. Warte doch. Warte doch, mein Lieber. Über Interessen reden. Olivia geht schon mal ins Schlafzimmer. Das ist gut. Das ist echt gut. Nein, Quatsch. Über Rechnung beschweren, über DJ-Technik, nein, kennenlernen, das wird auch die Freundschaftsleiste wieder vernünftig füllen. Und dann flirten, ewige Liebe erklären, Baby machen. Wollen wir schon? Süßholz raspeln. Jetzt geht Maike da hinten erstmal zum Klo. Komplimente über Aussehen machen. Ich habe mir auch mal überlegt, ob wir nicht die Tür hier hinten abschließen für alle anderen. Also, dass nur die beiden da zum Klo gehen können. Verbrecherkumpane, nein. Romantik, was haben wir denn noch? Oh, ach süß, was ist denn mit richtig küssen, genau? Dass ihr euch vielleicht, vielleicht erstmal richtig küsst, ach schön. Und dann, dann ist er sehr kokett, das freut mich. Romantik, Baby machen? Olivia, wie sieht's aus? Du sollst nicht schlafen. Du sollst nicht schlafen, ihr sollt ein Baby machen. Romantik. Baby machen. Max, bitte nicht schlafen gehen. Bitte nicht. Bitte nicht. Maike, hau schnell hier ab. Das, was gleich passiert. Maike, nein. Maike, nein. Genau, Maike. Hau mal lieber ab. Lass die beiden mal. Maike, gehst du bitte raus? Hier hingehen?
Weißt du, sie da noch drin? Maike, jetzt geh raus, wirklich. Das kann doch nicht sein. Geh. Weißt du, da tut sich auch nichts mehr bei den beiden. Das klappt gleich nicht. Genau, Maike, geh raus. Geh einfach woanders hin. Wir müssen gleich mal schauen. Und? Und jetzt wird geschlafen? Na, ich hoffe, es hat geklappt. Da können wir später mal einen Schwangerschaftstest machen, wenn die liebe Olivia wieder wach ist. Und du möchtest jetzt wieder den Ton formen. Nee, pass mal auf, du bist gerade noch inspiriert. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Diego und Marie? Das wird doch nichts. Das wird doch nichts, oder? Was macht ihr? Mit Diego plaudern. Ja, ihr mögt euch ja hier alle nicht besonders. Über Träume reden, Getränk werfen, abblitzen lassen. Wenn wir versuchen, ganz normal mit ihm zu sprechen, hat er dann irgendwie Interesse? Ich weiß ja nicht. So, meine Liebe, weil du gerade inspiriert bist, abstraktes Gemälde, kannst du das nochmal direkt hinterher malen? Marie, wie geht's dir sonst so? Ihr geht's noch ganz gut, ne? Die Maike muss da gleich auch ins Bett. Bei ihr geht's jetzt gerade noch. Hat das jetzt gut funktioniert? Bärennacht. Nee, Maya, Bärennacht. Nee, dann sind die Sims so blöde drauf. Um Vergebung betteln. Auf gar keinen Fall. Kennenlernen. Man kann ja mal versuchen, sich mit ihm anzufreunden. Wobei das sowieso nichts wird. Behaupten, kriminelles Superhirn zu sein. Ja, mal schauen, was er dazu sagt. So, Max hat jetzt Hunger, aber das ist egal. Der soll erstmal ein bisschen schlafen. Nach der anstrengenden Babyprozedur. Oh, das wird nichts mit dem Diego. Das wird nichts. Ich glaube, wir können machen, was wir wollen, ne? Okay, tschüss. Das wird mir jetzt gerade ein bisschen zu bunt mit dir. Hier hingehen. Diego und Marie verabscheuen sich jetzt. Alles klar. Tschüsschen, Diego. Dann habe ich jetzt auch nicht mehr wirklich Lust auf dich. Dann kannst du da gerne im Flur stehen bleiben. Ist mir ganz egal. So, Beförderungsaufgabe haben wir auch erfüllt. Wir könnten gleich versuchen, noch ein paar Follower zu sammeln. Diego, haust du bitte ab? Ey, das darf nicht wahr sein. Jetzt will der da... Ey, das darf nicht wahr sein. Kämpfen... Bitten zu gehen. Ja, bitte ihn mal, bitte zu gehen. Ich möchte nicht, dass der hier rumhängt. Marie, das kannst du noch mal eben fix machen. Bitten zu gehen. Diego, hör auf damit, wirklich. Du hast hier nichts verloren. Ich habe es oft schon versucht, mit ihm irgendwie freundlich in Kontakt zu treten. Aber das wird nichts. Das wird nichts. Hau einfach ab. Warum geht der nicht? Ich glaube, er geht, ne? Aktion, ja, ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Was hast du jetzt vor? Du möchtest wieder tanzen, ne? Ich bin aber dafür, dass du jetzt echt noch mal ein paar Follower sammelst, denn die wirst du früher oder später für deine Karriere sowieso noch brauchen. Soziales Netz, da kannst du mal ein Bild teilen. Und wie sieht's da bei dir aus? Oh, das wird ja auch ganz schön, ne? Sie malt mittlerweile echt gut, muss ich sagen. Das ist doch nicht schlecht. Ich hoffe, dass dann auch die Qualität später gut ist. Wie viel Ausgezeichnete musst du noch verkaufen? Mal eben schauen. 10 fertigstellen. Okay, 4 hast du. Dann hoffe ich sehr, dass das hier jetzt das 5. ist. Und du sitzt da wieder in einer schönen PC-Ecke, ne? Ich mag das ja hier immer noch so gerne. Obwohl man das so selten komplett sieht. Aber gut. Olivia! Du bist ja schon wach. Und Max auch. Was ist los mit euch? Oh nein. Ey, jetzt hat der wieder die Musik angemacht. Das darf nicht wahr sein. Olivia, wie müde bist du denn? Ja, es geht. Pass mal auf, zieh dich mal an, meine Liebe. Outfits. Outfit ändern. Was wollen wir denn heute mal anziehen? Wie wäre es damit? Das haben wir jetzt noch gar nicht gesehen. Und dann kannst du mal eben schauen. Konzentriert werden. Ja, das hast du ja alles. Level 2 der Singfähigkeit. Blasenmacher benutzen. Feuerwerk. Pass mal auf, du könntest ein bisschen singen. Solo singen. Vielleicht mal Haus. Happy Weekend. Obwohl das Wochenende gerade vorbei ist. Warum bist du noch traurig? Ach, 6 Stunden wegen der scheidenden Liebe. Wo willst du jetzt hin? Wie ist die Qualität? Ausgezeichnet. Ach, cool. Und warum bist du so wütend? Weil der Nachbar so laut ist. Laute Nachbarn. Ja. Vor allem, jetzt nimmt sie erstmal ein Bad. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte doch, dass sie ins Bett geht. Aber passt schon. So, du hast deine Follower ein bisschen erhöht. Das ist wunderbar. Soziales Netz. Dann kannst du nochmal eben deinen Status aktualisieren. Und anschließend, ja, das war's auch. Bild kannst du nicht nochmal teilen. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Aber Level 2 der Singfähigkeit erreichen. Und warum steht da 1 von 3? Ich habe keine Ahnung. Levelaufstieg.
2 der Singfähigkeit. Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Level 2. Jo, hast du erreicht. Das ist wunderbar. Und du hast auch schick deine Follower gesammelt, ne? Und jetzt ist es 23 Uhr. Pass auf, ich schicke dich ins Bett. Es geht nicht, weil der Nachbar so laut ist. Oh Gott. Ey, ist das nervig? Gegen Türtrommeln. Boah, das nervt so, ne? Dieser Diego. Wow, wie sieht's denn hier aus? Max, warte mal bitte. Aufräumen. Mach das mal eben. Und du bist auch mega wütend. Oh nein, und das hier ist jetzt kaputt. Das darf nicht wahr sein. Reparieren. Komm, das ersetzen wir mal. Ausnahmsweise. Und das hier kannst du bitte an Sammler verkaufen. Und dann, ja, kannst du ja nicht schlafen, ne? Kasper. Weißt du, der sagt doch jetzt sowieso wieder das Gleiche, was der immer sagt. Und zwar irgendwie, ich wohne auch hier. Das ist doch immer das Gleiche bei ihm. Also realistisches, verspieltes. Kannst du mal machen? Oh, Max räumt tatsächlich alle Teller hier weg. Das ist so gut. Hallo, ich wohne auch hier. Ey, es ist immer das Gleiche mit ihm, wirklich. Das ist so ätzend. Du hast Hunger und bist auch müde. Ja, dagegen können wir gerade nicht viel machen. Solo singen. Oh, du kannst jetzt Rock singen. Das ist ja cool. Heißer als die Sünde. Mach das mal bitte. Ich schalte mal kurz den Fernseher aus. Na, komm schon. Wo haben wir es denn? Mehr Auswahl. Achso, ist schon aus. Weißt du, der Diego, der ist doch gerade, genau, der ist hier in den Flur gegangen. Der ist so blöd, ne? Der hat da die Musik auf volle Pulle und ist nicht mal in seiner Wohnung. Das darf nicht wahr sein. Ja, Max, du bist noch einigermaßen gut drauf. Das freut mich auch. Level 10 der Fitnessfähigkeit. Wollen wir mit dir ein bisschen trainieren? Ich meine, warum nicht, ne? Energiegeladenes Training. Kannst du mal machen? Was machst du für ein verspieltes Gemälde? Kenne ich das schon? Oh, das wird dieses ganz bunte, ne? Das mochte ich immer total gerne. Normalerweise mag ich ja diese emotionalen Gemälde eher weniger, die Sims immer nach den Stimmungen malen. Ich finde oftmals, die sehen nicht gut aus, aber das mag ich. Das mag ich echt gern. So, was machst du? Im Internet surfen? Ja, ist schon okay. Ich würde halt, wie gesagt, gerne schlafen, aber ich glaube, das wird hier nichts. Ach, Olivia, es ist schön, dass du hier so einen Spaß hast, mitten in der Nacht. Ich bin ja froh, dass er sich da jetzt nicht bei uns beschwert. Weil ich das auch komisch fände, ne? Ja gut, Max, bei dir wird es noch ein kleines bisschen dauern. Kannst du schlafen? Moment mal eben. Das ist auch ausgezeichnet. Ach cool, an Sammler verkaufen. Machen wir jetzt erstmal hier die Anlage aus. Das ist echt ein bisschen blöd, ne? Dass die immer die Anlagen anmachen. Überall. Egal, wo sie sind. Was hast du vor? Gesunden Tee kochen? Nein. Wenn es jetzt endlich ruhig ist, warum kannst du denn nicht schlafen? Das verstehe ich gerade nicht. Warum kannst du nicht schlafen, aber Maike kann schlafen? Okay. Ist das unabhängig von der Tatsache, ob da Musik ist oder nicht? Also ist das unterschiedlich bei jedem Sim? Schlafen? Nee, geht nicht. Momentan zu laut. Warum hat es bei Maike funktioniert? Ich weiß es nicht. Was hast du dir gemacht? Irgendwas in der Mikrowelle? Ja, ist schon okay. So, Max, wie gesagt, noch am Trainieren. Das passt schon. Olivia, möchtest du vielleicht mal ein bisschen mit der Marie quatschen? Passt auf, dann machen wir das so, dass sich die Marie vielleicht mal dazusetzt. So, sitzen. Könnt ihr zweimal ein bisschen plaudern? Tiefgründige Unterhaltung. Das sieht nämlich hier gerade nicht so gut aus mit dem wunderbaren Freundschaftsbalken. Tag verschönern. Tratschen. Ja, kann man doch auch mal machen. Über Kollegen tratschen. Ja, könnt ihr auch mal machen. Von mir aus. Ist schon in Ordnung. Na, dann wird das ja wieder ein großartiger Dienstag, ne? Wenn die Sims jetzt alle nicht zum Schlafen kommen, außer Maike. Muss dann auch bald wieder duschen, ne? Also, wenn er Level 10 erreicht hat, dann ist er komplett fertig mit seinem Bestreben. Das ging echt fix bei ihm. Wobei wir auch bedenken müssen, klar, er hatte das ja noch aus der Thief Challenge, oder? Da hat er doch schon damit angefangen. Ja, und das mit deinen 3 Partys und 3 gesellschaftlichen Ereignissen. Ich weiß ja nicht, ob wir das jemals hinbekommen. Über Rechnung beschweren? Nee, vielleicht nochmal ein Kompliment machen. Und auch mal was Lustiges. Witz über Enten erzählt. Nee, mach mal einen Klopf-Klopf-Witz. Was ist das eigentlich? Sind das Cerealien? Haferbrei. Für Vegetarier geeignet. Ja, natürlich. Wie gut ihre Haarfarbe jetzt hier zu dem Hintergrund passt, ne? Ach, Marie. Bei dir müssen wir auch echt mal schauen, ob wir da vielleicht noch einen Partner oder aber eine Partnerin finden, ne? Aber ich bin jetzt erstmal gespannt. Wir müssten doch...
gleich eigentlich einen Schwangerschaftstest machen können, oder? Das müsste doch funktionieren. Ich weiß gerade nur nicht. Jo, Schwangerschaftstest machen, 15 Simoleons. Das machen wir. Das machen wir jetzt, Olivia. Dafür ist auf jeden Fall noch Zeit. Ich weiß nicht, ob du jetzt schon wieder schlafen könntest, aber wir machen jetzt erstmal den Schwangerschaftstest. Also ich meine, rein theoretisch müsste es ja alles funktioniert haben, oder? 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 Wisst ihr, sie setzt sich erstmal nur hin. Leute! Leute! Sie ist schwanger! Für zwei Essen! Olivia erwartet ein Kind. Dieser Haushalt bekommt ein neues Mitglied. Ich kann es nicht fassen. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich... Stopp mal eben. Jo, man sieht es auch schon. Ich freue mich wirklich sehr darüber und auch darauf, endlich die Kleinkinder zu sehen. Sagt sie ihm das jetzt? Mit Max plaudern. Wo ist denn der? Der steht hier rum. Ist das geil. Also es freut mich wirklich. Große Neuigkeit erzählt. Ah, das hat sie wahrscheinlich schon gemacht, oder? Warte mal, stopp, stopp. Du sollst nicht ins Bett gehen. Du sollst ihm die große Neuigkeit erzählen, falls du das gerade noch nicht gemacht hast, aber wahrscheinlich schon. Haben wir das bei freundlich, Bewunderung ausdrücken. Kann er noch nicht den Bauch fühlen? Gemeinsames Foto machen, Foto teilen. Mit altem Freund Shaker, nein. Geht das noch gar nicht? Umarmen. Also ich freue mich wirklich auf das Kind. Aber... ich weiß gar nicht, wo ich das hier unterbringen soll. Ach toll. Kennenlernen. Ja, wäre vielleicht nicht schlecht. Kann man das so machen, dass er hier den Bauch fühlt? Tratschen, schmeicheln. Freundlich? Bewunderung ausdrücken? Nein. Ich glaube, das geht noch gar nicht, ne? Hüftstoß. Nee, ich glaube, das funktioniert noch gar nicht. Dafür muss der Bauch dann noch ein bisschen dicker sein. Machen wir noch mal was Romantisches. Einen Kuss hauchen, ewige Liebe erklären. Ja, bitte. Ach, schön, Max. Ach, schön. Nee, echt, Leute, ich weiß nicht, wo ich dieses Kind hier unterbringen soll. Also entweder muss ich den Fitnessraum umgestalten oder aber, was ich mir auch vorstellen könnte, dass wir eventuell hier noch eine Wand ziehen und daraus einen, wenn nicht sogar zwei Räume machen. Weil die Sims nutzen das echt so gut wie gar nicht. Also die Bar überhaupt nicht, den Tisch mega selten. Olivia, geh doch nicht da ins Bett. Pass mal auf, wir machen das richtig. Du gehst hier schlafen. Du liegst jetzt bei dir im Bett, alles klar. Und Marie liegt da auch, das ist in Ordnung. Die kann da liegen bleiben. Aber wenigstens Olivia kann zurück in ihr Bett. So, Max ist jetzt unter der Dusche, klar, nach dem ganzen Sport. Dann ist die Frage, ob wir noch was essen. Was macht die Chloe da? Ist die Frage, ob wir noch was essen oder auch direkt ins Bett gehen. Ich würde sagen, wir gehen dann auch direkt ins Bett, ne? Es ist 4 Uhr morgens, da muss man jetzt nicht nur was futtern. Das kannst du dann machen, wenn du wieder aufstehst. Leute, wir bekommen Baby. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Ich weiß nur nicht, wie soll ich das machen hier? Eieiei, noch ein Sims mehr. Ein Sim mehr, nicht ein Sims. Noch ein Sim mehr hier im ganzen Haushalt. Dann kann ich mir das erst recht abschminken. Mit der Arbeit von zu Hause aus, mit jedem Einzelnen. Das wird dann nicht funktionieren. So 7 Uhr morgens, Leute, 8 Uhr. Ihr müsst gleich mal zur Arbeit, ne? Du könntest doch... Oh, Berufszweig für Marie wählen. Jo, du machst PR, ne? Hatten wir gesagt. In die Geschäftswelt einsteigen. Jo, das machen wir einfach mal. So, Madame, was machen wir denn mit dir? Soll ich dich mal arbeiten schicken? Ja, dich schicke ich heute mal arbeiten. Das passt schon. So, direkt von den Fans. Mit Journalisten vernetzen, für Follower bloggen. Die nächste Schicht beginnt am Mittwoch um 8. Achso, hast du heute frei? Nö. Nö. Gehst du denn... Ich habe doch gesagt, du sollst zur Arbeit gehen. Machst du das denn gleich noch? Aktionen? Nee. Outfits? Nee. Runde bilden. Gehst du jetzt gleich noch zur Arbeit? Ich weiß es nicht. So, Max hat heute frei. Das ist schön und gut. Olivia hat heute auch frei. Was ist mit dir? Du hast heute auch frei. Na toll. Pasta Primavera servieren. Ja, Marie, ich weiß jetzt nicht. Ich dachte eigentlich, hätte ich zur Arbeit geschickt, aber... Aber na gut. Warum ist die Maike immer noch am Schlafen? Ich meine, die war doch gar nicht so müde. Aber ist schon okay. Also, passt schon. Und sie macht jetzt vermutlich wieder nur ein Gericht, ne? Könnte ich mir vorstellen, die machen ja dann immer nur eins, was ich echt schade finde. Sie könnte da ein bisschen was vorbereiten. Oh, Feinschmecker kochen war das sogar. Das ist nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht. So, dann, Maike, willst du aufstehen? Ich weiß es jetzt nicht. Du musst dir dann gleich sowieso selber was kochen.
Was war das denn für ein Geräusch? Was war das denn für ein Geräusch? War das hier der Herd? Ich habe keine Ahnung. So, noch schön pfeffern, salzen, was auch immer. Du machst das schon. Max kann noch ein bisschen schlafen. Komm, Maike, dann stehst du jetzt auf. Und dann gucken wir mal, ob noch was da ist. Na, das sieht ja nicht so aus, als wäre da noch super viel drauf, ne? Buntbarsch essen. Acht übrig. Was? Du hast jetzt... Okay, zum Essen gerufen werden. Du hast jetzt tatsächlich 8 Stück gemacht? Wow, das ist ja super. Das freut mich. Ach, cool. Komm doch hier hin. Maike, ich habe es doch abgebrochen. Jetzt stellst du den Buntbarsch erstmal irgendwo hin. Maike, was tust du? Jetzt stellst du ihn wieder in den Kühlschrank. Und jetzt nimmt sie sich hier die Pasta. Ach, ihr zwei Süßen. Oh, ihr seid auch echt toll, ne? Wir müssen mal schauen. Was? Du hast 24 Stunden, um deine Rechnung zu bezahlen. Ja, ist ja gut. Haben wir das nicht schon in der letzten Folge gemacht? Oder hat das irgendwie nicht so funktioniert, ne? Glaube ich. Über Rechnung beschweren. Beste Freunde werden. Ja! So, das packe ich mal eben kurz in den Kühlschrank. Warum hast du das jetzt weggestellt, Madame? Manchmal machst du auch ganz schön doofe Sachen, wenn ich dir das mal sagen darf. Öffnen. Pasta Primavera essen. Och, Maike. Oh, Maike. Oh Gott, die Geekon. Na, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ihr zwei seid beste Freunde geworden. Das ist super, das freut mich. Und die beiden Alten hier pennen noch. Maike und Henry haben sich aus den Augen verloren, sind keine besten Freunde mehr. Ja, gut. Ist jetzt halb so wild. Marie und Maya, ja, ist auch halb so wild. Das ist alles gar nicht so schlimm. Mali! Nachtclub, Wedding Church. Nein, Mali. Auch wenn ich dich gerne wiedersehen möchte, das muss jetzt doch nicht sein. So, Max kann auch aufstehen und kann sich auch köstliche Pasta Primavera holen. Und Olivia, unsere schwangere Olivia, kann gerne noch ein bisschen ausschlafen. Ach ja, ich bin so gespannt, ne? Leute, dann geht das mit den Namen wieder los. Eieiei. Also der Name wird definitiv... Lass uns zu Geekon. Nein. Der Name wird definitiv keiner mit M sein am Anfang. Das habe ich mir schon überlegt. Ich meine, sonst komme ich noch mehr durcheinander. Wir hatten das in der Thief Challenge. Das war auch lustig. Das war auch super. Aber es geht nicht noch ein Name mit M. Dann komme ich noch öfter durcheinander. So, ich würde aber jetzt erstmal sagen, das war's für diese Folge. Ich bin echt gespannt auf die kleinen Kinder. Aber es wird ja noch ein bisschen dauern. Erstmal noch die Schwangerschaft und dann ist noch das Baby da und dann ja erst das Kleinkind. Also ein bisschen dauert's noch. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.